Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge Nummer 137 von Avorion. Ja, der Thomas Stehler hatte mir geschrieben, weil ich ja nicht wusste, wie geht man am besten weiter vor. Er hat gesagt, ich soll mal schauen, dass ich definitiv in meinen, Frachtraum gehe und dieses Güterstück hier auswerfe, damit ich das los bin, weil sonst wahrscheinlich die Quest nicht funktionieren würde mehr. Okay, dann sagte er auch, dass es im Schmugglernest wahrscheinlich nicht mehr den Typen da gibt, den ich da brauche, um, Schmuggler Deluo. Wotan Schmuggler. Oh, ich habe vielleicht doch Glück, er ist doch hier. Okay, dann würde ich aber sagen, nach dem Intro gucken wir mal dann weiter, dass wir den Wotan dann finden und dann werden wir ihn erst hauen und beziehungsweise erst den Dingen zerstören, den Antrieb zerstören, dann hauen und dann zur Frage vielleicht noch stellen oder so. Mal schauen, wie wir es machen. Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir den Layer ansprechen hier. Interagieren wir den. Grüße. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Ungefähr 500.000 für 1 Million. Kommst drauf an, wie schnell du bist, ob du es schaffst. Heißt das das Interesse? Ja. Gut, dann musst du eine Fracht nehmen und an den Ort, den ich dir gerade geschickt habe, bringen. Sollte keine Kinder leicht sein. So, die verdächtigen Güter erhalten. Einfache Lieferung. Damit geht's jetzt los zu Botan. Da haben wir ja richtig Glück gehabt, ne? Dass wir das jetzt hinkriegen. So, jetzt einmal Karte gucken, wo wir da hin müssen. Schiff von IKI, nee. Notruf, nee. Ist es da? Einfache Lieferung, ja. Okay, das bedeutet, Koordinaten in Sektor eingeben, ausrichten. Hyperraumantrieb aufladen und springen. So, wollen wir es diesmal geschickter anstellen, dass wir diesmal den Botan dann kriegen, ne? So, wieder Karte aufrufen. Oh, wir müssen noch einmal mehr springen. Und naja, das kühlt ja ein bisschen schneller ab, weil hier das grüne Symbol da oben ist. Sagt auch, dass hier niemand im Sektor ist. 57.000 Credits muss ich schon an die Crew bezahlen. Wow. So, Hyperraum lädt auf. Hyperraum-Aggregat, würde ich jetzt mal sagen, lädt auf, ne? So, jetzt sind wir schon fast da. Noch ein einzelner Sprung. Und dann gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Guck mal, hier sind noch ein paar zu Hause. Ist hier was Besonderes denn? Ne, nichts Besonderes. Dann springen wir mal weiter. Oh, die sagen da oben schon, ich habe verbotene Fracht. Dann wollen wir uns mal da schnell aus dem Weg hier begeben. Kreuzer, ruf dich. Nee, Kreuzer brauchen wir nicht rufen. Ich bin schon weg. So, und da ist er, oder? Wotan. Sprechen. Hyperantrieb zerstören. Hyperantrieb wurde zerstört. Schließen. Und nochmal. Ich habe deine Ware. Warte mal. Du schon wieder? Zur Hölle mit dem Deal. Ich hau ab. Was? Warum können wir nicht springen? Das warst du. Du hast meinen Hyperantrieb zerstört. Stirb. Ja. So, dann mal viel Glück, hatte der Thomas noch geschrieben. Also so leicht wird er wahrscheinlich nicht sein. Aber der ist ja auch wahrscheinlich gleich so zur Hälfte kaputt und dann heult er rum und so. Das wäre wahrscheinlich so, ne? Ja, sieht gut aus. Da geht was. Rotan ist gleich kaputt. So, Mission erfolgreich. Feind meines Feindes. Schnell mal ein paar Sachen aufräumen hier. Was war das jetzt? Mission erfolgreich, Schmugglerboss.
Da ist noch eins. Komme ich gerade nicht dran. Ne? Neue Mission, die Forschung. So, PPP in Ghostbuster, außergewöhnlich. Lies die Mail des Abenteurers. Forschung. Hast du jemals eine Forschungsstation benutzt? Wir sollten schauen, ob wir einen Xotan-Artefakt herausbekommen. Jeder für sich, wer zuerst eins bekommt, hat gewonnen. Sie sollten sehr selten sein, also braucht man vermutlich legendäre Upgrades. Grüße Do. Okay. Da wir bereits über Artefakte reden, mir ist gerade etwas eingefallen. Ich habe dieses seltsame Xotan-Gerät gefunden. Ich weiß nicht genau. Okay, das war aber schon... Ja, das... Ja, ist jetzt gerade so erledigt erstmal, ne? Jetzt glaube ich mal, dass wir... Wie war das denn jetzt? Schiff zerstört, drückt zuerst einmal an. Okay, nee, das war eine I, wollte ich haben und wollte dann einmal schauen. Der Abwracker. Oder die Abwracker sind auf 3. Ist das auch einer? Nee, ne? Nee. Das bedeutet, eins muss aus und dann können wir abwracken hier. Ich denke, macht Sinn, das hier zu tun, oder? Da ist bestimmt noch was Gutes drin. Ich glaube, wir müssen näher ran. Vielleicht nehmen wir auch mal gerade dieses Teil erst, weil das so schön hier in der Ecke ist. Okay. Ja, näher geht. Wir kriegen auch Klamotten daraus. Ich hoffe, dass gleich irgendwelche Teile noch rausfliegen. Das wäre jetzt so ein Knall gewesen, wo ich was erwarte, ne? Sonderplatte hier. Ja, bisschen rausgekommen, ne? Schauen wir mal, ob es hier noch was gibt. Auf jeden Fall kriegen wir Metallschrott. Also das Ding gerade geht nicht kaputt, ne? Liegt das an meinem Gerät? Wahrscheinlich, ne? Tja, den Klotz hier, der hat eine Qualität, kann ich aber nicht sehen, ne? Okay, der Rand da. Also das geht ja jetzt tatsächlich doch kaputt, ne? Was knallt jetzt? Aha, es ist doch kaputt gegangen. Es gab aber nur richtig Eisen daraus. Besatzung wurde bezahlt. Und dann habe ich Credits gekriegt. Ne, bezahlt auch. Okay, da oben ist das erste Teil rausgekommen. Ein blaues leider nur.
So, jetzt ist der Schrott schon mal weg. Motan ist Geschichte. Motan-Schiff auch. Ja, noch nicht ganz, aber ordentlich schon aufgeräumt, denke ich mal. Subraumsignale kommen da auf. Ich fliege da mal gerade hin und sammle das Ding da gerade auf. Super Verteidigungslaser, selten, okay. Ja, geht nicht. Irgendwie bin ich zu nah wahrscheinlich da dran. Der Antrieb ist auch Geschichte. Die Kiste ist weg. Da dauert es auch ein bisschen, bis das weg ist. Ja. Noch so ein Kasten. Auch ein dickes, fettes Ding. Und das ist ein Rahmen drumrum, ne? Und die Seite auch noch wahrscheinlich Panzerung, oder? Zum 146 Titan gab es aus der Seite. Weitere Wrackteile, die dann super explodieren. Und auch dieses Stück ist gleich weg. Da gibt es immer ordentlich Titan für, ne? Der ist noch größer, der Kasten. Das lassen wir jetzt da. Fliegen wir da weiterhin, um das noch zu zerstören. Okay. Die Subraumsignale, mach dich bereit. Wer kommt denn da jetzt? Warte mal, lass uns mal gerade einmal hier schnell ins Frachtlager gehen. Diese komische Fracht haben wir bestimmt immer noch drin, ne? Die werfen wir mal besser aus. Verdächtige Fracht entfernt ist mir lieber. So. Ja, vieles nicht mehr, ne? Das bisschen hier noch. So, jetzt sind eine große Flotte Schiffes erschienen. Ja, die mögen mich nicht, merke ich gerade. Das sind dann die Xotan, würde ich sagen, ne? Oder? Ne, die sind... Wo sind sie denn jetzt? Dann noch da unten. Ja, es sind die Xotan.
Wenn man Botan kaputt macht, dann kommen die Xotan. Gut, das bedeutet, wir hauen mal besser ab. Wir können die zwar wahrscheinlich auch teilweise kaputt machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das unser Ziel sein soll. So, da sind wir erstmal weg. Haben wir das geschafft? Den Rest würden wir zwar jetzt nicht abrücken, aber ich glaube, da war auch nicht mehr ganz so viel drin. Wenn. Vielleicht hätten wir noch ein blaues Teil gekriegt oder sowas, ne? Weiß ich aber nicht. So, jetzt Abklingzeit haben wir. Ne, I war falsch, P ist richtig. Ne, da war es Mission. Die Forschung. Ah, das ist jetzt das, was man mal machen muss, oder was? Operation Exos für den Jägern. Das Experiment. Ach, das war diese Dingens, die KI. Vielleicht sollten wir das als nächstes dann machen, denke ich mal. Dafür müssen wir natürlich auch wieder weiter nach hier. Koordinaten in Navi eingeben. Und ich würde sagen, ich springe mal diese Richtung da an, bis wir dieses Ringens da haben. Dieses Experiment da, die KI, die künstliche KI, dass wir da hinkommen und dann schauen wir in der nächsten Folge weiter, dass wir da vielleicht diese KI dann kaputt machen. Das war ja dann auch noch eine Aufgabe, ne? Aber vielleicht schreibt der Thomas auch was und wir machen was anderes. Könnte sein, ne? Oh, zu heiß alles. Okay, alles klar. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.